Herzlich willkommen bei Cargo Bike Lovers. Ich bin Liesje de Reuter und Napoleon ist auch mit dabei. Und in einer Welt voller Massenproduktion und Standardisierung und vielen Fahrradleichen haben sich zwei Maschinenbauingenieure gedacht, ne, machen wir nicht mit. Die waren damit nicht zufrieden und die haben sich eine eigene Werkstatt aufgebaut und sie bauen diese individuell auf Maß angefertigten, recycelten Lastenräder. Und das Schärfste daran ist, sie haben jetzt ihr erstes eigenes Produkt rausgebracht. Und hier ist es, voilà! Entwicklung heißt Bronte XL und wird in Modena hergestellt. Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht gerne Räder ohne Motor fahre. Aber das ist ziemlich leicht. Und getrieben von dem Wunsch, etwas Sinnvolles und Nachhaltiges zu erschaffen, haben sie zunächst erstmal alte Fahrradrahmen restauriert und recycelt, bis es dann zu diesem neuen Lastenrad kam. Die Stunde des Bronte XL war geboren. Jetzt fragt ihr euch natürlich, naja, warum soll man denn ein Lastenrad selber entwickeln, wenn man vorher sich auf recycelte Lastenräder so spezialisiert hat? Das hat einen ganz, ganz großen und guten Grund. Es war nämlich so, dass die beiden gemerkt haben, dass sie da wirklich an ihre Grenzen gestoßen sind mit dem recycelten Material. Denn sie wollten ein Lastenrad schaffen, was stilvoll ist, und vor allen Dingen sicher und langlebig. Und das haben sie geschafft. Und jedes Lastenrad, was die beiden bauen, ist ein Unikat. Es trägt so ihre Handschrift. Marco und Fabio haben 15 Jahre lang in der Automobilindustrie gearbeitet. Wie kommen die jetzt von Autos zu Fahrrädern? Ja, sie konnten sich damit halt mit ihrer Arbeit nicht identifizieren. Sie wollten weiterhin im Thema Mobilität bleiben, aber quasi das Werkzeug ändern. Und so sind sie zum Thema Fahrrad gekommen und haben sich eine kleine Werkstatt gesucht. Und dort fing es halt mit dem ersten recycelten Fahrrad an. Es gab natürlich schon viele verschiedene Versionen, denn sie machen alles wirklich von klein auf mit der Hand, von den Zeichnungen bis hin zum Fahrrad selber zusammenbauen, designen, konstruieren, natürlich am Ende auch einpacken und zum Kunden schicken. Das machen sie alles mit ihren eigenen Händen. Das Thema Auto haben sie nicht gefühlt, aber das Thema Fahrrad fühlen die beiden und das spiegelt sich auch in den Rahmen wieder. Man sieht wirklich die Liebe zum Detail und es ist einfach wunderschön. Und jedes Fahrrad ist individuell aufgebaut. Alle Fahrräder von den beiden sind ein Unikat. Also ich kann sagen, wenn ich das Fahrrad lieber in Pink haben möchte, kriege ich es in Pink. Oder in Blau oder in Grün. Oder ich möchte lieber hier noch irgendeine Strebe haben. Oder hier noch was angebaut haben, was wichtig für mich ist, dann kann ich mit den beiden ins Gespräch kommen und die beiden sagen mir, ob das realistisch ist oder nicht. Und wenn das realistisch zu verarbeiten ist, dann bekomme ich es. Wenn die Kiste so ist, kann ich damit Sachen transportieren. Und das verändern wir jetzt einmal, denn dieses Fahrrad ist auch für den Kindertransport geeignet. Hier außen ist die Kiste mit einem Spanngummi befestigt. Jetzt kann ich die ganze Kiste rausnehmen. In diesem Zustand ist das Rad natürlich auch nutzbar. So hat man eine große Ladefläche mit Riffelblech. Und hiermit kann ich mir einen Kindersitz bauen. Dafür löse ich diese Imbusschraube. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite. So habe ich im Handumdrehen die Rückwand entfernt. Und jetzt kann ich sie gegen den Kindersitzrücken eintauschen. Klack! So, das gleiche Spiel nochmal. Und die andere Seite nochmal. Jetzt kann ich die Kiste mit den Kindersitzen wieder einsetzen. Hier sind so kleine Einkerbungen,
Da muss man das einmal ausrichten. So, jetzt sieht man hier die Gurte und wir müssen jetzt noch die Bank einsetzen. Jetzt kann man die Kinder hier sichern und über die Bänder und die Löcher an die Sitzgröße anpassen. Und jetzt frage ich euch mal, wo wird denn Kundennähe noch so groß geschrieben? Ich glaube, die beiden sind nicht nur Designer, sondern auch Weltverbesserer. Wenn man das Bronte XL das erste Mal sieht, denkt man, oh, schon ziemlich groß. Ist das denn überhaupt gut zu lenken? Kann man das gut fahren? Also ich finde, das Bronte XL ist auf jeden Fall ein Fahrrad, das sich gut lenken lässt. Hier, ich mache mal ein paar Kurven. Es ist sehr wendig. Stabil. Man findet vorne sehr viel Platz. Und für unseren Hund Napoleon haben wir die Kissen reingeschmissen. Der fühlt sich hier auf jeden Fall wohl. Der steht schon wieder hier an der Reling wie ein Kapitän und hält seine Nase in den Wind. Also der erste Eindruck von dem Rad deckt sich überhaupt nicht mit der Fahrweise. Ich finde es super leicht. Man kommt schnell auf Speed, auch wenn es keinen Motor hat. Ich bin ja zugegebenermaßen da sehr verwöhnt. Aber ich muss euch sagen, es ist ohne Motor gar kein Problem. Für dieses Video haben wir kein Geld erhalten. Wir durften das Fahrrad hier 2 Wochen lang testen. Vielen Dank an Fabio und Marco. Es war wirklich toll, einen Einblick in eure Arbeit zu bekommen. Und Arbeit kann man das Ganze natürlich gar nicht nennen, weil da steckt so eine große Vision dahinter. Wir möchten euch unterstützen und wir hoffen, dass wir das mit diesem Video auch tun können und dass sich mehrere Leute vielleicht auch für dieses Lastenrad interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es in die Kommentare und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal bei Cargo Bike Lovers.